Hey ihr, da bin ich wieder. Noch ein bisschen verschlafen, aber das macht nichts, denn heute haben wir die Loot Crate. Beziehungsweise nicht unbedingt heute, das hätten wir schon gestern haben können, aber der Paketbote hat das zwar in dem Paketshop abgeliefert, aber irgendwie wohl vergessen, da einen Zettel reinzuwerfen. Also irgendwie war der Zettel nur heute da, weil gestern hat ihn kein Mensch im Briefkasten gesehen. Naja, egal, sei es drum. Jetzt ist die Loot Crate da und wir können sie auspacken. Das ist die Februar Loot Crate und ja, kommt aus den USA, dauert meistens ein bisschen länger, bis sie hier ist, als bei den Leuten, die in den USA wohnen, aber so ist es halt, kennt man ja. So, als erstes holen wir mal hier das Weiche raus, was auch immer das ist. Wahrscheinlich ein T-Shirt, so wie es aussieht. Das hier ist ein T-Shirt. Oh mein Gott, ist das cool! Oh. Ein Power Ranger T-Shirt! Seht euch das an, und zwar, das ist der Megazord. Aber halt jetzt nicht irgendeiner, sondern der allererste. Ist das cool? Also der aus dem T-Rex zusammengesteckt war. Was war das? Das war ein T-Rex? Das war ein. Dieser Flugsaurier, wer heißt der? Pterodactylus? Irgendwie so ähnlich, ne? Dann ein Triceratops. Säbelzahntiger. Mammut. Und. Hab ich schon Triceratops gesagt? Ich weiß nicht. Waren es vier oder fünf? Eins, zwei, drei. 4, 5, das waren 5, genau. Triceratops, Säbelzahntiger, T-Rex, Pterodactylus oder so ähnlich. Und das Mammut halt. Genau, das war's. Wie cool. Wie cool, wie cool, wie cool. So sieht's aus. So, so kann man es besser sehen. So. Das ist ja mal ein Hammer-T-Shirt. Aber in Größe S, habe ich das nicht schon längst bei denen auf Größe M geändert? Ist egal, vielleicht passt es trotzdem. Weil ich habe nämlich mal geguckt, die letzten Größe M-Sachen, die passen mir nicht mehr. Bin ich rausgewachsen. Naja, eigentlich bin ich schon ein bisschen breiter geworden, dicker geworden. Oh cool! Oh cool! Davon wollte ich mir schon immer was holen. Beste Loot Crate bis jetzt überhaupt. Geiles T-Shirt, das ist auch geil. Das hier ist hier von diesen. Ich hab's nicht, das Spiel. Und ich werde es mir auch ums Verrecken nicht holen. Weil sonst habe ich im Monat noch mehr Geld weg für irgendwelchen Quatsch. Lego Dimensions. Das ist sogar was scheiße Hochwertiges. Entschuldigung. Egal, was scheiß Hochwertiges. Was haben wir denn? Das ist Cyborg ist. Den Namen ist mir gerade voll entfallen, muss ich unten lesen. Der Cyborg hier von DC, hier Batman und so weiter. Tada! Wie cool. Boah, das müssen wir erstmal auspacken, ist ja wohl klar. Ich meine, das sind ja nur ein paar Teile. Ist bestimmt fix zusammengebaut. Ah, zerstören wir es einfach. So. Oh, doch nicht so wenig Teile. Da. Wie cool. Das Geile an dem Spiel ist eigentlich, man baut die Sachen zusammen, diese Figürchen, und kann die dann halt benutzen, um im Spiel halt dann was zu machen. Man stellt das auch auf so eine Plattform drauf, ähnlich wie Skylanders und so weiter, aber man muss halt dann hier was bauen. Also, was haben wir hier noch? Hier sind noch ein paar Sachen. Hier ist mal irgendwas, das große hier. Ist das eine coole Box? Das hier ist eine. Batman, was ist das? Ein Food Container. Also, irgendwas, wo man halt Essen reinlegen kann. Oh mein Gott, was ist das denn hier für eine hammergeile Box? Ich wollte mir die Loot Crate schon fast wieder abbestellen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Oh mein Gott. So, schmeißen wir mal hier weg. Ist das cool. Guckt euch das an. Super. Und wenn man dann Bock auf Essen hat, dann kann man seinen Plastikkopf öffnen, drehen, muss man ihn drehen, man muss ihn drehen. Und dann kann man dann hier was reintun, so essensmäßig. Voila. Ist das cool. Ist da. Hier kommt ja was entgegengefallen. Was ist das? Irgend so ein Gummi? Okay, der kommt dann wohl hier oben rein, denke ich mal. Ja, gucke später. Der kommt 100 Pro hier. Um das Gewinde drumherum. Ja, geil. Guckt euch das mal an. Da kann man da natürlich auch noch andere Sachen reintun, was man will. Kann man auch hier für Stifte oder für die Unboxing-Messer nehmen. Ja, wie geil. Ist das geil. Das kann jetzt eigentlich nur noch schlechter werden, nur noch besser werden. Ich bin bei dieser Loot Crate total unsicher. So, was haben wir hier? Das ist ein. Was ist das denn? Ach so, das ist auch lustig. Das hier sind Magnete. Und ganz offensichtlich im Tetris-Design. Und
würde mich doch stark wundern, wenn man diese Magnete, machen wir mal auf, nicht auch verschieben könnte. Also, dass das jetzt nicht so ein einziger Block ist, sondern dass man die einzelnen Teile auch von dem Block halt lösen kann. Gucken wir doch direkt mal. Na, hier irgendwo hängt's. Ah, das ist hier noch festgemacht. So. Und doch, da, seht ihr, kann man lösen und dann kann man die dann halt dann anordnen, wie man will. Ganz lustig. Leute, kommt höchstwahrscheinlich beim Bild wieder an den Kühlschrank. Na gut, das sind jetzt halt diese ganz dünnen, schwabbligen Magnete. Die werden jetzt nicht die Welt halten können. Also, wenn die ein einziges DIN A4-Blatt halten, dann würde mich das eigentlich schon wundern. Das ist halt mehr so ein Dekokram. Aber das ist auch vollkommen okay. Es ist halt lustig. Was haben wir hier? Eine Postkarte. Eine Loot Crate Postkarte. Ja, könnte man lesen, was auf der Rückseite steht. Habe ich gerade keine Lust drauf. Warum nicht? Damit wird dann gleich mal versucht, mit den Magnetdingern von, nicht Lego, von Tetris, das Ding am Kühlschrank festzumachen. So, hier. Ah. Oh, ist das eine coole Box. Das ist doch, das ist der erste von diesen Lootpins, den ich mir auf jeden Fall irgendwo hinmachen werde. Oh, wie cool. Guckt mal. Ne? Genau, das ist der Mega. Das Megasort, der von den Power Rangers, genau. Von dem wir auch jetzt das T-Shirt haben. Guckt euch das an. Ja, wie geil. Ja, wie geil. Ich packe hier eine geile Sache nach der nächsten. Das hat ich noch nie gehabt in irgendeiner von meinen ganzen Lootboxen. So, was haben wir hier jetzt noch? Hier ist ein. Was ist das? Ein Lesezeichen. Was ist das denn? Secrets of Keys? Oder? Keine Ahnung, warum man das jetzt liest. Aber es war auch irgendwas hier mit. Hier unten ist das Loot Crate Zeichen. Hier unten ist auch. Dann gehen wir auf lootcrate.com/keys. Unlock the Mysteries. Irgendwie sowas. Mein Englisch ist jetzt nicht schlecht, aber die Aussprache ist für den Arsch. So. Okay. Gucken wir mal gleich. Also ich nicht mehr. So, jetzt haben wir hier noch das Loot-Heftchen und das war's. Das war alles, aber zum Glück war es. Ich würde sonst hier noch einen Herzinfarkt kriegen vor lauter wow, geil und so weiter. Genau, das Thema in der Februar Loot Crate war Build. Build? Build? Ich glaube, das heißt Build. Und, oh cool, aus dem, das ist eigentlich auch so besonders von Loot Crate, aus den Kartons kann man auch ganz oft irgendwas basteln. Das versuche ich auch gleich mal. Oder? Muss man da aber schneiden? Nein, da muss man nicht schneiden. Und zwar macht man den dann auf und dann kann man dann halt den knicken und falten und irgendwas irgendwo reinstecken. Und dann wird dann da draus, ich sehe schon, was es wird, aber das verrate ich jetzt noch nicht, halt irgendwas Lustiges. Da gab es auch einmal so einen Hammer, konnte man dann daraus machen. Also Hammer logischerweise. Und naja, warum nicht? Jetzt haben wir den Teil aufbauen. Genau, solange ich dann jetzt hier das Ding versuche zusammenzubauen, erzähl ich mal was. Und zwar, hier wo ich jetzt gerade diese ganzen Power Ranger Dinger sehe, da ärgere ich mich jetzt gerade ein bisschen. Und zwar habe ich nämlich letztes Jahr, war ich auf einem Flohmarkt und ich hatte mal als Kind diesen Sword halt da bekommen, Megasort halt, also den man dann die ganzen Tiere dann auch dann da, die Roboter da, Tiere dann halt einzeln verwandeln konnte. Und den habe ich jetzt dann da leider verkauft. Jetzt rückblickend, eigentlich ein bisschen traurig, aber ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das Ding, erstmal, dass da schon ein paar Sachen gefehlt haben, ich glaube von den Hörnern, von dem Triceratops, der hatte keine mehr. Wo war ich jetzt? Das hat schon Fahren verloren, genau. Das Ding war halt nicht mehr komplett und es stand nur noch auf meinem Speicher rum und war da am Zustauben. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn ich es nicht verkauft hätte, ich würde heute
ja, ich wollte heute dran denken, wegen der Box. Aber ich habe auch dann die all die Jahre dann davor, ich habe das Ding einfach nicht mehr beachtet. Ja? Und so kann jetzt wenigstens hoffentlich ein anderes Kind dann damit spielen. Also. Oder sich ein Erwachsener irgendwo hinstellen. Ich weiß ja nicht, das hat damals eine Frau geholt. Nee, es hat einen Mann damals geholt. Und er hat auch noch einige von meinen anderen alten Spielzeugen dann da genommen. Ich habe nämlich dann da noch gehabt wie hieß das denn noch? Von Ghostbusters, genau. So, das Ghostbuster-Auto, also von den guten Ghostbusters, von den männlichen Ghostbusters. Und nein, ich habe nichts gegen Frauen in Filmen, aber das gehört sich nicht. Die Ghostbusters sind Männer und die sind Männer, weil sie Männer sind. So, du ein Scheiß, ey. Meine Fresse. Das war ja vor allem diese widerliche Fatty McFatFat oder wie die auch immer heißen mag. Die kann nichts schauspielen. Die spielt immer dieselbe Rolle. Immer die dicke Doofe. Jedes Mal. Und die ist so untalentiert und die sieht auch. Nichts gegen dicke Leute. Ganz, ganz viele von meinen Freunden sind dick. Ja? Also wirklich sehr übergewichtig teilweise. Das ist, oh Gott, muss ja jeder selber wissen. Da werde ich niemals irgendwas sagen. Aber die sieht halt von ihrem Gesicht halt her ziemlich bäh aus, finde ich. Ach Gott, ich glaube, das wird hier nichts. Hier ist doch mehr zu machen, als ich am Anfang dachte. Wie kam ich jetzt auf die? Genau, wegen Ghostbusters. So, da bin ich wieder. Hat dann doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Aber er ist fertig. Der kleine Loot Crate Roboter, auch hier genannt, einfach Lootbot. Das steht hier unten dran. Lootbot. Also ich finde, dafür, dass er aus der Verpackung von der Loot Crate halt gemacht wurde, was, das sieht eigentlich mal gar nicht so doof aus, oder? Eigentlich eine ganz, ganz lustige Sache. Aber noch was anderes. Ich habe hier noch mehr zum Aufbauen, und zwar noch das Lego-Zeug. Ganz lustig, in der Bedienungsanleitung davon ist nur beschrieben, wie man die kleine Figur zusammenbaut. Also nur die drei Teile oder sowas. Super, vielen Dank. Das hier ist halt ist die Figur. Das ist halt der Cyborg an sich. Ist halt. Oh, hab ich nicht richtig zusammengesteckt. Ist halt Lego-typisch, ne? Sieht cool aus. Das Geile ist ja, der Helm hier, weil der hat ja. Dieser Cyborg-Typ, der hat ja, naja, ganz viele mechanische Roboter-Teile an sich, auch am Kopf. Und ich weiß nicht, ob ich das so richtig zeigen kann. Das hier oben, das Schwarze hier, das sollen die Haare sein. Aber das sind jetzt nicht einfach so die Haare, die man drauf gesteckt hat, sondern dieses ganze Kopfding an sich. Ach Gott, da kann man doch gar nicht sehen hier. Das ist nur ein Helm. Seht ihr das? Das finde ich super toll gelöst von Lego. Dass man dann einfach sagt, dass er einfach sagt, halt diese Idee, der hat, damit man halt die Haare von dem sieht, diese halt einfach in den Helm zu integrieren. Richtig toll. Und dann haben wir halt noch das Ding hier. Das ist der, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, Moment. Das ist der Cyber Guard oder so ähnlich. Der hier. Aus diesem Lego-Satz hier kommt man insgesamt, oder kann man, drei verschiedene Sachen machen. Und zwar alle drei, die hier auf der Rückseite halt abgebildet sind. Ich habe jetzt einfach mal den hier genommen, weil der mir am einfachsten erschien. Weil es ist wohl so, ja, ich kenne das Spiel ja nicht, um den hier eigentlich zu bauen, muss man ins Spiel gehen. Und dann sagt einem dann das Spiel, wie man den zu machen hat. Ja, nein, ich als alter Lego Profi-Experte hat den natürlich auch so zusammenbekommen. Nicht beim ersten Versuch, weil das sind dann doch, das sind mehr Kleinteile, als man meinen mag bei diesem Ding hier. Aber es hat funktioniert. Er steht und die beiden Kleinen hier, die wandern halt dann irgendwann gleich, höchstwahrscheinlich direkt, hinten zu meinen ganzen Lego-Sagen. Ganz kurz noch hier unten, der Fuß hier von dem Ganzen, das ist halt jeweils, dieser Chip, der halt sieht, was da für eine Figur auf diesem Portal wohl draufsteht, dass man halt dann mit der Konsole verbindet. Irgendwie sowas. Ja. Cool. Freut mich. Der Bot. Also, Hammer. Normalerweise, die Loot Crate, die war bei mir bis jetzt immer so. Na, da waren jetzt nicht so die dollen Sachen drin, aber jetzt gerade hier, das ist der Hammer gewesen.
Also wirklich der Hammer. Es gibt auch von der Loot Crate noch ganz viele andere Sachen. Es gibt ja noch die Loot Crate DX und Anime und Gaming und Schlag mich tot. Aber die Gaming habe ich mittlerweile abbestellt, aber macht nichts. Hier sehe ich jetzt gerade und habe echt verdammtes Glück wohl gehabt. Und zwar, es gab hier von diesen Lego Dimensions noch, also es gab insgesamt wohl 5 Set. Einmal hier oben noch mit Wonder Woman, dann irgend so ein Polizeiding. Dann, ich weiß gar nicht, was das Blaue hier sein soll. Und irgendwas Niedliches, keine Ahnung. Da bin ich eigentlich richtig froh, dass ich dann den Cyborg bekommen habe. Die anderen 4 Teile, gut, die Wonder Woman hätte ich auch noch gut mitleben können, aber dieses kleine rosa Ding, was ist das denn? Das ist eine Einhornkatze, was ist das? Habe ich noch nie gesehen. Zum Glück habe ich es nicht. Das hätte ich aufgebaut und dann. Ich kann es noch nicht mal verschenken, weil ich kenne niemanden, der so was Katziges holt. Naja, ist egal. Ja, das war's. Das war jetzt halt dann die ganze Loot Crate. Die Februar Loot Crate. Super, 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 super tolles Ding. Hab mich richtig gefreut. Das war eine Hammerbox. So viel. Auch von den Power Rangers. Ja, höchstwahrscheinlich halt. Wann kommt der Film, der neue mit den Power Rangers? Weiß nicht. Demnächst. Irgendwann. Keine Ahnung. Ich schaue mir, glaube ich, nicht an, weil ich irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde die Optik ist nicht so doll. Den leite ich mir mal später auf Amazon Prime aus oder so. Ist günstiger, als ins Kino zu gehen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und dass ihr jetzt, glaube ich, relativ lang, ich weiß gar nicht, wie lange das Video ist, geht, mein dummes Gelaber euch angehört habt. Ich sag dann mal, schönes Wochenende demnächst. Ist ja schon ab morgen. Ich habe heute ein Wochenende. Hahaha. und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.